Ja, ohne Absturz. Sieht gut aus. Ein wunderschön. Willkommen zum zweiten Spiel des heutigen Abends. Willkommen zu Alan Wake. Und zwar 2 und dem DLC. Lake House, beziehungsweise Haus am See. Und wie ich schon beim letzten Mal festgestellt habe und das auch jetzt nochmal feststellen werde, dieses Spiel, beziehungsweise DLC, ist gefühlt nochmal eine Schippe mehr. Und was sie sehr gut hinbekommen haben. Schutzraum, relevante Orte links und rechts, geradezu und dann links und rechts. Ach, das hatten wir schon. Aber wenn das relevante Orte sind, das hatten wir auch schon. Deswegen wahrscheinlich relevante Orte. Ja, hatten wir schon. Es gab einen Riss im Haus am See. Und das Wasser konnte nicht fließen. Es war gefangen und geriet entstehen. Es war da. Die Wahrheit wurde kontrolliert. Die Kunst war keine Kunst. Schreibmaschinen. Lass das nicht das sein, wofür ich es halte. Doch, leider ja. Wie Sie schon wissen, vertragen sich Schreibmaschinen und Cauldron Lake nicht. Und ein Raum, der voll von ihnen war? Das war eine schlechte Nachricht. Bestimmt alles unter Kontrolle. Fortschrittsbericht AW Untersuchung der Schreibmaschinenmarke. Die Untersuchung der genauen Marke und des Modells der Schreibmaschine, die Alan Wake genutzt hat, in der Absicht, diese bestimmte Marke für und die ASCIIs zu verwenden, ist weiterhin erfolglos. Kontaktierte Quellen diskret behandelt. Wakes Verlagshaus, Ergebnis keine nützlichen Informationen. Wakes Agent, Ergebnis weigerte sich, Angelegenheiten des Klienten zu besprechen. Wakes Ehepartnerin, Ergebnis weigerte sich, darüber zu sprechen. Redigiert, Ergebnis. Keine nützlichen Informationen. Alle verfügbaren Online-Interviews, Veröffentlichungen, Elemente zu Alan Wake überprüft. Ergebnis: keine brauchbaren Informationen. Ah, okay, gut. Dann bis morgen, JP. Viel Spaß. Das zuständige Team wird weiter nach anderen Informationsquellen suchen. Die ASGs werden weiter mit vorhandenen Schreibmaschinen betrieben, bis die von Wake präferierte Marke bekannt ist. In der Theorie sollte die Nachahmung des Schreibstils von Alan Wake mit der gleichen Schreibmaschinenmarke, die auch der Autor verwendet hat, optimale Ergebnisse liefern. Der Projektleiter hat angekündigt, dass eine ähnliche Untersuchung über die Marke und die Art der Tinte, die in Wakes Schreibmaschine verwendet wurde, eingeleitet werden sollte. So, und wenn ich mich kenne, werden wir das ja auch bloß ein Stückchen spielen. ja. Scheiße. Das sind aber andere Schreibmaschinen, oder? Eine höhere Freigabe. Aber die Tür nicht einfach kaputt machen? Wo geht's hier eigentlich hin? Das, die Karte funktioniert. Oh nein, bitte nicht in den Farben. Komm auf der anderen Seite. Mist. Mehr Feuerkraft ist immer willkommen. Aber wir sind doch jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Zurück, wo ich angefangen habe. Räumliche Rekursion. Weist meist auf das Gesetz der Drei hin. Dieser künstliche Übergang prallte auf sich selbst zurück.
verdichtete und vermischte sich, wurde zurückgeworfen und brach sich. Eine urbane Legende und ein Mord in konstantem Ungleichgewicht. Ursache und Wirkung hoffnungslos verwoben. Der Traum wurde falsch arrangiert und seine Logik beschädigt, während sich die Feedbackschleife immer wieder verdoppelte, außer Kontrolle. Der Druck wurde immer stärker, wollte freigesetzt werden. Dieser künstliche Übergang prallte auf sich selbst zurück. Geboren in New York, derzeit wohnhaft in New York, verheiratet mit Tamitha Booker. Eine urbane Legende. Aber die ersten Franklin Booker, wer ist das denn? Projekt Arbutus. Verheiratet mit keine bekannten Kinder oder Angehörigen. Der Traum wurde falsch. Keine parakriminellen Verbindungen bekannt. Zum Zeitpunkt des 10.09.23 in Brightford. Schriftsteller und Regisseur von 5 Theaterstücken erfolglos. Bestätigter Künstler, Bezeichnung Autor, Stückeschreiber. Vermerk, Hintergrund, Untersuchung auf Anweisung sehr kurzer Zeit durchgeführt. Die Information dieses Berichts ist daher nicht vollständig, möglicherweise fehlerhaft. Projekt Arbutus, Bericht über die ersten Ergebnisse. Tamitha Madison Booker, geboren in Atlanta, derzeit wohnhaft in New York. Verheiratet mit Edward Franklin Booker, keine bekannten Kinder oder Angehörigen. Keine parakriminellen Verbindungen. Okay, in Bryant Falls, Autorin von 3 kommerziell erfolgreichen Büchern über echte Kriminalfälle. Erste Veröffentlichung war eine Gedichtsammlung, erfolglos. Bestätigte Künstlerin, Bezeichnung, Autorin, Dichterin. Vermerk, okay. Der Druck wurde immer stärker, wollte freigesetzt werden. Dann dürfte sich das hier vielleicht auch geändert haben. Rudolf Lane trat von der Leinwand zurück. Er kannte das Werk nicht. Hatte er das gemalt? Seine Erinnerungen waren verschleiert. Unscharf. Er wusste, dass die Marmonts etwas in sein Essen mischten. Ein Mann in einem weißen Mantel kam, um Lane zurück in seine Zelle zu bringen. Er leistete keinen Widerstand. Er war zu müde. Er legte sich auf sein Bett. Doch der Gestank in seiner Zelle ließ ihn nicht einschlafen. Es war ein säuerlicher Gestank. Das Terpentin. Die Farbe. Er war voll davon. Unzählige Schichten. 1000 Gemälde. Und es würden noch tausende folgen. Eine verdorbene Last, die er niemals loswerden würde. In seinen verschleierten Gedanken machte sich kalter Hass breit. Hass auf die Farbe. Hass auf die Pinsel. Hass auf die Marmots. Hass auf sich selbst. Diana und Jules Marmont waren einst ein Team gewesen. Aufstrebende Stars des Bureau. Beide hatten ihre Talente. Diana führte Neuerungen ein und Jules besorgte die Gelder von den Bürokraten. Die Zusammenarbeit führte zu Respekt. Einer Verbindung. Dann, nach einem Jahrzehnt harter Arbeit, wurde das glückliche Paar befördert. Gemeinsame Leiter der Forschungsabteilung. Ihre ersten Jahre im Haus am See waren gut. Herausfordernd, aber nicht unüberwindbar. Nicht für sie. Schrittweise sickerten ist dieselbe Geschichte, die hat man schon. Aus dunklem Wasser. Also die hat sich nicht geändert. Der Bericht hier vielleicht? Nee, der ist schon abgespielt. Okay. Das hat sich nicht verändert. Die Macht der Drei. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Okay, das hatten wir auch schon. Mit der Schreibmaschine. Oh, ich habe keine Heilmittel mehr. Das ist nicht gut. War denn das Inventar? Oh Gott. Wenn man ein Spiel schon eine Weile nicht mehr gespielt hat. Inventar ist Control. Gedrückt halten. Ah, okay. Ich habe echt keine Heilung. Das wird lustig. Verdichtete und vermischte sich, wurde zurückgeworfen und brach. Das ist nicht gut. Verdammt. Schatten ist hier. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe. Der
Alter! Aua! Alter, wie stark sind die denn? Da hinten flimmert doch einer. Zwei. Aua! Okay. Was ist da los? Kann es sein, dass der Schwierigkeitsgrad höher ist? Kann ich den nicht einstellen mehr? Ach, da unten ist der Punkt Schwierigkeitsgrad. Story und so. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe. Guck mal, wie schnell die dann umfallen hier. Einfach nur ein Schwierigkeitsgrad Notch runter. Einige Mitarbeiter da unten wurden verdorben. Es wird immer schlimmer. Er lebt noch. Alter. Da kommen wir auch nicht durch. Hier kommen wir rein. Aber hier ist leider nichts. Schade. Schade. Das wird immer bunter hier.
Nein, keine Veränderung. Rudolph Lane trat von der Leinwand zurück. Nee. Er kann. Keine Veränderung. Schade. Ah, ich glaube, jetzt kommt die. Schleife 3. Das sollte die letzte sein. Ich komme immer wieder zu dieser Seite zurück. Der Autor ist eindeutig Wake. Es ist, als würde er uns warnen. Aber wovor nur? Was hat das zu bedeuten? Diese Seite hat Jules von der Arbeit an Wake Skripten abgebracht. Der Feigling kommt mit Risiken nicht zurecht. Wissenschaft ist Risiko. Für mich ist das der Beweis, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Ich brauche lediglich Rudolph Lanes Gemälde, um weitere Seiten zu finden, damit wir sie eines Tages hoffentlich verstehen werden. Ich komme immer wieder zu dieser Seite zurück. Der Autor ist eindeutig Wake. Es ist, als würde er uns warnen. Aber es ist nicht nur, es ist so, sondern es ist. Ist. Okay. Das haben wir entweder übersehen oder es ist halt einfach wegen der Iteration jetzt hier drin. Kommt immer wieder zu dieser Seite zurück. Der Autor ist ein. Shit. Es ist alles dunkel. Oh, das ist riesig lang. Okay, ich muss in der Mitte durch. Wie ein unendlicher Raum hier. Hier ist Licht. Ah, versperrt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. Wieder irgendwo. Da gibt es nicht mal eine Karte dafür. Hm. Kontrollierbare, sich verändernde Phänomene. Geht ohne Strom nicht auf. Ich? Weil kaputt. Aber der Power Core aktiviert.
Deswegen haben wir den rübergebracht, weil die Verbindung oben kaputt ist. Da. Aber der gelbe Draht kommt hier runter und eigentlich... Okay. Habe ich falsch gedrückt. So, nochmal ein Power Core. Ich habe aber draußen keine Dings gesehen. Vielleicht müssen wir den erstmal wieder dahinstellen, damit wir Strom haben. Oh, er schon wieder. Ah, du schon wieder. Was ist dir zugestoßen? Haben die Leute hier dir das angetan? Mormons! Verschleierte Gedanken! Du hast Mormons gesagt. Waren sie das? Wo sind sie jetzt? Hass. Sag mir, wo sie sind. Ein Mann mit weißem Mantel. Meine Güte. Und ich konnte nichts über Ellen. Die Mormons fixiert. Was haben sie getan? Schlimmes. So, wir haben immer noch nicht die Chipkarte, ne? Eine Schwelle ist die Verbindung zwischen einer fremden Realität und unserer eigenen. Sie alle haben ihre eigenen Regeln, so seltsam sie auch sein mögen. Doch je weiter ich nach unten ging, desto chaotischer wurde es. Das lag eindeutig an der Schwelle beim Cauldron Lake. Aber etwas stimmte nicht. Nun, noch weniger als sonst. Ich muss doch mal die Minus 1, ich glaube, da war ich nicht drin. Untergeschoss 2. Aber ich komme leider. Lockdown. Bitte bewahren Sie Ruhe. Toll. Großräumiger Lockdown. Bitte bewahren Sie Ruhe. Wo ist der Aufzug hin? Ja, wieder weg. Weil ich wieder falsch gefahren bin.
So viel Energie. Für die Lampe. Level 3. Kommen wir nicht rein. Ein Smiley, sehr gut. Nichts. Okay, der verändert sich nicht. Ich hatte das noch nicht mal mitbekommen. Erste Bewertung. A.W. Bukas Texte. Das erste Werk der Testperson ist äußerst enttäuschend. Es hat nicht im geringsten etwas mit den Wegseiten zu tun. Oder gemeinsam, die wir als Referenz anboten. Warum ist er so fixiert auf meine Ehe? Warum ist Jules der Protagonist? Warum spielt die Handlung an einer tatsächlichen Hütte am See? Und was passiert am Ende? Was zum Teufel ist am Himmel? Hat jemand Booker über das Konzept informiert, über das er da schreiben soll? Das Haus am See, der Schatten? Er muss Wakes Stil perfekt kopieren. Er wird nicht funktionieren, wenn er nicht versteht, was er schreiben soll. Wir müssen das in Ordnung bringen. Wir müssen jetzt Fortschritte machen. Aber, und warum nimmt er die Sache nicht ernst? Als ich mit ihm sprach, hielt er mich für eine Schauspielerin. Ich muss ihm begreiflich machen, wie ernst wir es meinen, um jeden Preis. Auftrag, Fortsetzung der Geschichten von Seite AW002, Ausdruck, Stil und Inhalt von AW002 dabei so genau wie möglich treffen. Der Riss war emotionaler Natur, ein Strich direkt durch ihre Ehe, ihre Grundfeste, ihr Haus am See. Diese Gedanken weitere gingen Jules im Kopf herum, als er aus dem Fenster der Hütte am See starrte. Die Sonne ging nach einem stürmischen Tag unter, regenschwere Wolken hingen tief, schicksalsschwer. Diana saß in ihrem Lieblingsliegestuhl und starrte auf die kräuselnde Oberfläche des Sees. Er sah zu, wie der Wind sich in ihren hellbraunen Haaren verfing. Als ob sie seinen Blick auf sie spürte, wandte sie sich zu ihm. Jules sah weg, nervös, dann wütend auf sich selbst, dass sie so eine Wirkung auf ihn erzielen konnte. Er nahm die Rotweinflasche und goss sich einen großzügigen Schluck ein. Und er goss weiter, einen Gedanken nachsinnend. Wie sind wir hierher gekommen? Sie waren im Labor, führten ein Experiment durch. Dann waren sie hier. Warum? Er erinnerte sich daran, darüber nachgedacht zu haben, dass eine Pause vom Labor ihnen die Möglichkeit geben würde, sich wiederzufinden, den Riss zu heilen. Aber er konnte sich nicht daran erinnern, je gegangen zu sein. Wein ergoss sich über den Rand seiner Tasse, doch er bemerkte es gar nicht. Er stellte die Flasche ab, suchte den See ab. Ein schwacher Schein hing am anderen Ende des Sees in der Luft, als würde Licht aus sich auf Glas spiegeln. Etwas, das man nur sah, wenn man danach suchte. Er hatte das Gefühl, so etwas schon einmal gesehen zu haben, aber wo? Jules! Dianas Schrei riss Jules zurück in die Gegenwart. Sie starrte entsetzt in den Himmel, ein dunkler Schatten kroch über die Terrasse. Jules rannte zur Tür zu seiner Frau. Ran. Doch, ich glaube, ran war schlüchtig. Das Beschaffungsteam ist hiermit ermächtigt, sich weitere Testpersonen für die fortlaufende Forschung im Zusammenhang mit Projekt Arbutus in der Einrichtung Haus am See anzueignen. Folgende Ergebnisse sind zu priorisieren. Beide Testpersonen zu Forschungszwecken zum Haus am See bringen. Tamita Buka, ihre Arbeit ist finanziell erfolgreicher und basierend auf bewiesenen Fällen daher auch von größerer Erfolgsaussicht. Edward Buka, weniger erfolgreich als Tamita, aber das Theater wird eher als Kunst wahrgenommen, als Roman über echte Kriminalfälle. Die Testpersonen aus der Entfernung beobachten und nur aneignen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Unter keinen Umständen darf diese Operation die Aufmerksamkeit der örtlichen Strafvollzugsbehörden erwecken. Gezeichnet Dr. Diana Marmont, Co-Leiterin der Forschungsabteilung. Eieieiei. Endlich! Jemand, der kein Gemälde ist. Hey, hallo, wer sind Sie? Tut mir leid, bin im Flow. Können wir das später machen? Ach Gott. Das ist doch, wie hieß er doch? Aus dem Diner.
bei Alan Wake und seine Frau. Nein, können wir nicht. Ich bin Agent Kieran Esteves. Ich arbeite für die Regierung und will ihren Namen wissen. Ich bin Ed Booker, der Bühnenautor. Und ich mache mich mit allem vertraut, also könntet ihr Typen mit dem Klopfen und Schreien aufhören? Das lenkt mich ab. Was glauben Sie, wo Sie gerade sind? Bei einem immersiven Schreibworkshop. Nun, die schlechte Nachricht, das ist kein Schreibworkshop. Die gute, das ist kein Schreibworkshop. Genau. Das ist eine Regierungseinrichtung, die die Macht der Kreativität untersucht. Das ergibt viel mehr Sinn. Sehen Sie sich um. Wie könnte das ein Workshop sein? Sie müssen in Ihrer Rolle bleiben. Das verstehe ich. Ich bin auch im Theatergeschäft. Und ja, die Sets, die Kostüme. Alles sieht auf eine 70er Sci-Fi-Art großartig aus. Aber Sie könnten das Rollenspiel um 15-20% zurückschrauben. Nur als professionellen Rat. Was genau tun Sie? Was schreiben Sie? Nun, seit Sie mich im Wald entführt haben, arbeite ich an dem Manuskript, das Sie mir gegeben haben. Weil Sie es für eine Art Experiment brauchen? Ich habe die Prämisse vergessen. Aber ich hatte in letzter Zeit diese Blockaden und das Füllen der Lücken dieser Geschichte hat mir wirklich weitergeholfen. Das Kopieren des Stils ist eine nette Einschränkung, aber ich habe dennoch viel Freiraum. Das ist eine gute kreative Übung. Sir, ob Sie es wissen oder nicht, es gibt hier ein Problem. Sie müssen in Ihrer Zelle bleiben, bis ich es gelöst habe, okay? Aha, ich verstehe. Hey, mir hat schon eine Weile niemand mehr Essen gebracht. Ich könnte Dinner vertragen, wenn Sie Zeit haben. Oh, und kann ich mein Handy wieder haben? Ich möchte meine Frau anrufen. Ich weiß nicht, wie Tammy sie gefunden hat, aber das ist der Hammer. 5 Sterne. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Okay. Hab ich mich so doll verguckt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vergiss es. Dann noch ein Atmezugang. So, wir gehen ganz runter. Sicherheitswarnung. Hallo, eine freundliche Erinnerung daran, dass Nussallergien ein ernsthaftes Gesundheitsproblem darstellen und dass es für jeden unabhängig vom Dienstalter nicht angemessen ist, auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Mitbringen von Nüssen ins Büro ist ein Gesundheitsrisiko und sollte im Interesse der Sicherheit alle Mitarbeiter vermieden werden. Dankeschön. Guten Tag, zur Feier des Herbstanfangs habe ich verschiedene herbstliche Kuchen aus dem örtlichen Restaurant mitgebracht, das ihr alle so sehr zu mögen scheint. Alle Mitglieder des Projekts Ramnuss können sie in der Lobby in der Nähe meines Büros verköstigen. Alle anderen Mitarbeiter sollten im Büro von Dr. Marmont fragen, ob sie Kuchen mitgebracht hat. Außerdem habe ich trotz der absurden Vorfälle im letzten Jahr die köstlichen Pikanuss-Kuchen gekauft. An das Gesamtpersonal auf Untergeschoss 5 fehlt eine beträchtliche Menge Schwarzstein. Vermutlich ist es nur ein Missverständnis und jemand hat ihn versehentlich auf eine andere Ebene mitgenommen. Wenn Sie das waren, antworten Sie bitte auf diese Nachricht und wir lösen das gemeinsam. Schwarzstein ist ein wertvolles Material. Wir haben nur noch eine begrenzte Menge davon, jetzt wo das älteste Haus geschlossen wurde. Jules hat gerade ein Memo rumgeschickt. Wir sollen das Projekt seiner Frau ausspionieren. Früher haben wir uns nur über seine albernen Projektnamen und seine Scheinwissenschaften lustig gemacht. Es war so einfach. Hat er das wirklich gemacht? Diana dreht ihm den Hals um, wenn sie das erfährt. Die beiden sind eine Katastrophe. Ich war gestern mit Perry was trinken. Der meinte, dass Jules die Wake-Seiten vor Dianas Team zurückhält. Er hat ihr gesagt, sie wären verloren gegangen. Verrückter Scheiß. Paula sagte, dass ihr beide darüber nachdenkt, eine Versetzung anzustreben. Würdest du mich hier wirklich allein lassen? Wir telefonieren einmal die Woche, versprochen.